Guten Tag und herzlich willkommen zum Berliner Kreis, dem Finanztalk von Mein Geld TV. 2017 wird das Jahr der größten digitalen Transformation in der Finanzbranche. Für Banken und Finanzdienstleister eine Riesenherausforderung. Denn es geht nicht nur darum, Kosten zu sinken und Profitabilität zu schaffen. Es geht darum, langfristig Unternehmenswerte zu steigern. Doch was genau dahinter steckt, wollen wir heute mit Experten besprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast, Herrn Harald Fuchs. Er ist Mitglied des Vorstandes der Fürstfugger Privatbank. Guten Tag. Bei uns zu Gast ist Herr Christian Hammer, er ist Geschäftsführer der NFS Netfonds. Schönen guten Tag. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Rudolf Geier, er ist Sprecher der Geschäftsführung der eBays. Grüß Gott. Herzlich willkommen heiße ich an Sebastian Steger, er ist Partner Financial Service Roland Berger. Hallo, guten Tag. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Dirk Fischer, er ist Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH. Guten Tag. Herr Fuchs, es wird gesagt, dass die Digitalisierung für Banken und Finanzdienstleister eine gigantische Herausforderung ist. Und Sie sind ja auch letztendlich einer nicht der Ersten, die sich transformieren in der Digitalisierung. Was glauben Sie, was die Hintergründe sind? Weshalb ist es so schwierig für die? Also Digitalisierung hat aus meiner Sicht verschiedene Aspekte. Ich möchte mal einen herausgreifen, der für Banken, glaube ich, das größte Problem darstellt. Das ist, wo kommen wir her? Wir kommen aus einer Welt, wo der Wettbewerbsdruck zumindest aus IT-Sicht nicht besonders groß war. Deswegen ist, glaube ich, in der Branche der Innovationsdruck in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht besonders groß gewesen, was EDV-technische Dienstleistungen anbelangt. Wenn man sich heute die meisten Häuser anschaut, dann wird man feststellen, dass nahezu jedes Haus sogenannte EDV-Inseln hat oder IT-Inseln. Das heißt, keine Systeme, die in sich durchlässig und durchgängig sind, sondern verschiedene Problemlösungen abdecken und dann Probleme haben mit der Vernetzung der anderen IT-Systeme. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein solches Institut will sich digitalisieren. Ja? Digitalisieren heißt ja nichts anderes, wie Prozesse in die Maschine zu geben. Mal ganz banal gesprochen. Ja, ganz banal, ja. Und wenn ich dazu aber nicht die Technik habe und vielleicht auch nicht das Know-how habe, dann tue ich mich enorm schwer, dieses Thema anzupacken und nach vorne zu entwickeln. Ja, also ich bin da relativ gleicher Meinung. Ich glaube, dass der Bankenmarkt wie ein großer Tanker sich natürlich erstmal nach vorne bewegt. Und bevor der überhaupt da einsteuern kann, ist eine Menge Vorarbeit notwendig. Und gerade die alten IT-Systeme aufzurüsten, um die flexibel zu machen, dass die mit den neuen Systemen, die es jetzt in der Wirtschaft gibt, überhaupt mithalten können, ist eine große Herausforderung. Und auch generell waren einfach die Banken eher Zahlungsdienstleister, also auf Zahlungsströme fokussiert, natürlich mit Beratung. Und jetzt kommen auch so Themen wie Kryptowährungen, Bitcoin zum Beispiel, die das ganze System grundsätzlich nochmal in Frage stellen, was überhaupt zukünftig auch die richtigen Währungen sind. Also insofern gibt es da verschiedenste Baustellen, was die Digitalisierung betrifft. Und ich glaube, wir sind erst am Anfang dieser ganzen Digitalisierungswelle. Ja, die Digitalisierung ist aus meiner Sicht deshalb auch eine große Herausforderung, weil die Digitalisierung in Kombination mit vielen anderen Themen derzeit zu bewältigen ist. Zum einen ist es die Regulatorik. Hier haben gerade die Finanzdienstleistungsinstitute sehr, sehr viel umzusetzen. Es kommt teilweise aus Brüssel, es kommt aber auch aus Berlin. Und zum anderen ist es so, dass die Digitalisierung ja nicht im Kern aus den Banken heraus vorangetrieben wird, sondern aufgrund des Drucks von außen. Andere Branchen sind schon wesentlich weiter in ihrer Entwicklung und deshalb ist auch das Verhalten der Kunden, die Verhaltensmuster der Kunden haben sich auch schon geändert. Und darauf muss die Finanzdienstleistungsindustrie schnell reagieren und sich eigentlich dieser Dynamik, die von außen kommt, anpassen. Was für Banken natürlich auch ein bisschen schwierig ist, und das ist eine große Herausforderung, der Bankenmarkt ist eigentlich bisher ein Verkäufermarkt. Das heißt, die Bank konnte dem Kunden ein Produkt, eine Dienstleistung verkaufen. Wenn ich jetzt damit ins Internet gehe oder wenn ich das Ganze digitalisiere, dann muss mein Online-Dialog so intelligent sein, so ansprechend sein, dass der Kunde, der Käufer, sich dafür entscheidet und sagt, das mache ich. Also aus meiner Sicht geht das Grundproblem sogar noch, ist noch eins grundsätzlicher. Finanzdienstleister, wenn man sich anschaut, was sie für Produkte haben, hatten ja schon eigentlich immer das Problem, dass ihr Produkt eigentlich gar keinen originären Kundenbedarf hat.
Also wenn man sich einen Kredit als Beispiel nimmt, ein Kunde möchte ja keinen Kredit an sich haben, sondern der interessiert sich für etwas ganz anderes und der Kredit ist nur das Mittel zum Zweck. Und was jetzt die Digitalisierung verursacht, ist, dass sich jetzt plötzlich neue Player an diesem Kundenbedarf sozusagen andocken und dem Kunden da ein neues digitales Erlebnis bieten und dann Finanzdienstleistungen da vielleicht noch mit rein integrieren, aber der Finanzdienstleister selber läuft zur Gefahr, dass er quasi gar nicht mehr sichtbar ist aus Kundensicht. Und dieses alte Problem, eigentlich keine kundenorientierte Produkte zu haben, wird dadurch noch viel stärker. Ich glaube, es sind noch zwei, drei Punkte, die man ergänzen kann. Also Digitalisierung ist halt kein statisches Ziel, was ich erreichen kann. Ich habe nicht da am Horizont einen Punkt, wo ich hinlaufen muss, weil der Entwicklungsprozess ist so schnell, dass ich eigentlich immer schauen muss, dass ich nah rankomme an das Ziel. Aber wie gesagt, es wird sich immer auf der Strecke schon wieder weiterentwickelt haben. Zum Zweiten ist es ein Riesenumbruch in der Unternehmenskultur. Also der Vorstandsvorsitzende von Siemens hat mal so schön gesagt, Culture eats Strategy for Lunch. Ja? Das heißt, ich kann also viel einfacher eine Strategie eines Unternehmens verändern, aber ich muss die Mitarbeiter auf dem Weg mitnehmen können. Und die Mitarbeiter, die heute für Digitalisierung sozusagen zuständig sind, das ist häufig ein völlig anderes Personal, ein Personalnetz, wie wir es im Bankensystem vorher gewohnt waren. Das war doch schon ein bisschen bürokratischer, beamtenmäßiger, ja, und jetzt ist es halt jung, innovativ. Ja, ganz andere Typen, ne? Ja, genau. Also Digitalisierung braucht ein ganz anderes Mindset. Genau. Ganz anderes Mindset, ist ein ganz großes Mindset. Genau. Richtig. Und als letzter Punkt vielleicht, es ist eben auch ein ganz anderer Kundenstamm, der erreicht wird. Ja, es ist die Generation Y und Z sozusagen, also die nächste Generation. Ja. Und die Mitarbeiter als auch die Kunden in den Banken sind ja in der Regel Altersdurchschnitt vielleicht 50 plus. Ja. Aber die, auf die man sich jetzt ausrichtet, das sind eben die 20-, 30-Jährigen. Ja. Und das erfordert natürlich ganz neue Methoden, ganz neue Managementstrategien. Herr Geier, wie sieht es eigentlich aus? Was bedeutet Digitalisierung? Ist es nur die Effizienz, die Steigerung der Effizienz oder ist es nur Kostensparen? Was steckt denn wirklich dahinter langfristig? Wie sehen Sie das? Beim Stichwort Effizienz muss ich sagen, ich sehe diese Effizienz heute noch nicht, denn wir haben uns in der Finanzdienstleistungsindustrie in den letzten Monaten sehr stark fokussiert auf das Frontend, auf die Online-Anwendung hin zum Kunden, vielleicht das Onboarding eines Neukunden und anschließend kommen die Medienbrüche. Und im Unternehmen gibt es sehr, sehr viele Medienbrüche, sodass die Effizienz dann noch bei Weitem nicht so entwickelt ist, wie wir das benötigen. Was aber aus meiner Sicht nicht heißt, dass das nicht möglich ist. Ich glaube, Digitalisierung kann eine ganz enorme, und das sehen wir auch bei Finanzdienstleistern, wenn man einen Prozess wirklich end-to-end durchdigitalisiert, ist ein ganz erheblicher Effizienzeffekt da möglich. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn man Digitalisierung nur versteht als Frontend neu machen digital, dann hat man keine Effizienzen, sondern die entsteht, wenn es wirklich eine End-to-End-Digitalisierung von Produkten und Prozessen ist in Unternehmen. Ich glaube, als Vision muss man es ja noch langfristig viel weiter fassen. Also das ganze Thema auch künstliche Intelligenz und Roboting. Also ist ja mal die Frage, gibt es nachher den Anlageberater, der automatisiert Fragen beantwortet oder E-Mails automatisiert beantwortet. Ich glaube, nach einer neuen Studie sind wir da weit von weg, dass letztendlich selbst Maurer wurde jetzt festgestellt, jeder Zehnte nur zu 70% durch einen Roboter ersetzt werden kann. Da glaube ich schon, dass die Dienstleistungssektoren wie auch eine komplexe Beratung da noch weit, weit mehr Luft hat, bis da wirklich ein Ersatz kommt. Insofern glaube ich, ist bei Digitalisierung wichtig, diesen Zwischenschritt, alles was Aufwand für den Berater bedeutet, für den wirklich professionellen Berater abgenommen wird, damit der seine Hauptkompetenz und Augenmerk sozusagen auf die Beratung legen kann. Aber da will ich mal gleich eine Frage stellen, die sich auch viele stellen. Ne? Also soll denn die Digitalisierung den Berater ersetzen? Ist es Zielsetzung? Nein, das Zielsetzung der Digitalisierung ist ja nicht, den Menschen zu ersetzen. Aber die Auswirkung wird sein, dass der Mix zwischen Mensch und Maschine an einer anderen Stelle stattfindet. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Okay. Es gibt da schöne Studien aus Japan, das ist ja der Markt der Robotik, ja, dass gewisse Arbeitsplätze weggefallen sind, aber eben ganz andere Arbeitsplätze darüber entstanden sind. Nur man wusste vor dem Prozess nicht, welche es sein würden. Ja. Und ich glaube auch im Beratungsprozess, es gibt ja jetzt schon den neuen Begriff des Cyborgs, also Robo-Advisor wäre schon wieder out, also Cyborg wäre die Mischung zwischen Automatismus und Mensch, also zum Beispiel die Technologie ist halt wirklich zielführend, aber dahinter muss halt dann doch noch ein Mensch Entscheidungen treffen. Ja? Also man sieht auch zum Beispiel, dass die meisten Anbieter am Anfang alle versucht haben, den Endkunden zu erreichen, also nur B2C und mittlerweile alle
die Berater als Vehikel einsetzen und sagen, lieber Berater, bring du die Idee zum Endkunden, also wie es so schön heißt, B2B2C. Ja, mit der Digitalisierung sind völlig neue Methoden auch umsetzbar, unser Geschäft zu betreiben. Das vorhin schon angesprochen, die künstliche Intelligenz, dann Smart Data, Big Data. Wir werden noch mehr lernen müssen aus den Daten, die wir haben, die wir schon immer hatten, Schlüsse zu ziehen und den einzelnen Kunden als Individuum auch anzusprechen und nicht so pauschal, wie wir das vielleicht bisher getan haben. Auch beratungsvorbereiten, sozusagen dem Berater schon Ideen zu geben, was sozusagen auf Konten, auf anderen Wegen passiert ist bei dem Kunden, um ihnen dann gleich einen Input zu geben, hier musst du tätig werden. Ja, ich denke, um auf den Kunden wieder zurückzukommen, wir können noch mit diesen Vehikeln den Kundennutzen erheblich steigern. Wenn man sich das Gewerbe im Moment anschaut und die regulatorischen Vorgaben dagegen setzt, dann zwingt der Gesetzgeber gerade die Bankseite zu einer Informationsflut. Wenn man sich fragt, warum macht der Gesetzgeber das eigentlich? Der will mit Sicherheit nicht die Wälder abholzen, ja? Sondern der will offensichtlich, dass der Kunde mehr Transparenz bekommt in verschiedenen Aspekten. Auf das möchte ich jetzt gar nicht näher einsteigen. Er möchte aber, glaube ich, auch, dass der Kunde mündiger wird im Thema Finanzen. Wenn man sich die Studien zu dem Thema anschaut, dann ist das erschreckend. Ja? Die Bankbranche im weitesten Sinne ist bei der Wertschätzung der Kunden an vorletzter Stelle. Der letzte ist der Zahnarzt. Dann sollten wir uns alle mal Gedanken darüber machen, woran liegt das? Ja, offensichtlich hat unsere Branche ein Defizit bei der Kundenzufriedenheit, beim Kundennutzen, beim Nutzenstiften überhaupt. Und ich denke mal, dass wir mit den Instrumenten, mit den Werkzeugen, die uns die digitale Welt zur Verfügung stellt, hier einiges bewegen können. Herr Hammer, wie sehen Sie das bei Ihnen im Unternehmen? Was ist eigentlich die digitale Vision, die Sie haben für die Zukunft? Wo wollen Sie langfristig hin und warum? Als Plattform sind wir letztendlich zum Großteil auch für ehemalige Bankberater zuständig und somit erstmal unsere generelle Vision ist immer ein Quäntchen vor den Banken zu sein, was die technische Entwicklung angeht. Und bisher, muss ich sagen, können wir es gut durchhalten und sind tendenziell zurzeit sehr weit vorne. Und gerade Thema Digitalisierung wollen wir natürlich den Beratern auch weiterhin den Abwicklungsservice und diesen Rundum-Service bieten, dass letztendlich der Berater möglichst papierlos arbeiten kann. Also, dass der sich auf die Beratung konzentrieren kann, dass der technisch sich sogar zuschalten kann, sag ich mal, an anderen Ortes, um so immer seinen Kunden eine gute Dienstleistung zu bieten. Das ist uns wichtig und das ist die Vision, wo wir weiter das ausbauen wollen. Wie sieht es bei Ihnen aus bei der First Fugger? Was ist die Vision von der Privatbank? Wir versuchen, das Ganze immer aus der Kundenbrille zu sehen und Mehrwerte zu stiften, und zwar Mehrwerte für den Kunden. Und wir haben die Erfahrungen gemacht, je intensiver man die Kundenbrille aufhat, desto interessanter werden die Blicke ins eigene Unternehmen. Und diese Themen, denke ich mal, müssen so schnell als möglich in die digitale Transformation eingebracht werden, um dem Kunden eine Dienstleistung in höchster Qualität schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. Der Kunde ist heute nach unserer Erfahrung ungeduldiger, als es noch in früheren Jahren der Fall war. Das heißt, auf seine konkrete individuelle Fragestellung muss man eine maßgeschneiderte Lösung sehr schnell liefern. Herr Geier, was ist denn die Vision bei eBase? Ja, wir sind ja eine B2B-Direktbank, das heißt, wir sind unseren Partnern verpflichtet, aber auch deren Endkunden. Und unsere Vision ist eigentlich eher in der Richtung, dass wir die Erwartungshaltung der Kunden versuchen, in diesem dynamischen Umfeld immer mehr auch zu erfüllen. Ich mache ein Beispiel. Die Erwartungshaltung der Kunden ist immer mehr, dass wir eher real-time unsere Geschäfte abwickeln. Und zwar ist die Erwartungshaltung deshalb, weil er das kennt er nämlich von Amazon schon. Da weiß er in seinem Warenkorb genau, wo er ist. Da weiß er dann anschließend, wenn die Sendung versandt worden ist, weiß er, wo steht die jetzt gerade, wann kommt die, zu welcher Uhrzeit kommt die bei mir zu Hause an. Also aus unserer Sicht, aus der Beratungspraxis ist so, dieses Thema digitale Vision ist gerade, beschäftigen sich alle Anbieter im Markt mit, haben auch viele noch keine finale Lösung, würde ich sagen, sondern das ist gerade so in der, sozusagen, wird intensiv drüber nachgedacht. Was sich so ein bisschen aus meiner Sicht herausschält, sind im Kern so drei Visionen, die Dienstleister verfolgen können aus meiner Sicht. Das eine ist, möchte ich die Kundenschnittstelle besetzen?
das kann eine Vision sein. Und da muss man aber aus meiner Sicht deutlich weitergehen als bisher, weil Finanzprodukte eben nicht einen originären Kundennutzen meist aus sich selbst heraus haben. Also so eine digitale Vision Kundenschnittstelle besetzen könnte halt heißen, ich bin die alles rund um Immobilie oder alles rund um Gesundheit oder ich bin der Vorsorgespezialist und das dann alles digital. Das könnte so eine Vision Kundenschnittstelle sein. Eine weitere Vision könnte sein, ich bin eine Art Infrastrukturanbieter in der digitalen Welt. Also ich habe meinetwegen einen technischen Marktplatz. Ich brauche den Kunden gar nicht, aber ich habe eben in so einem B2B-Modell die ganzen anderen Partner und die benutzen meine Infrastruktur. Okay. Könnte auch eine Vision sein. Und die dritte Art von Vision, die aus meiner Sicht möglich ist, ist, ich bin sowas wie eine effiziente Produktfabrik. Also ich bin sehr, der Kunde ist bei Check24 meinetwegen und ich bin ein Produzent, der voll digital ist und sehr effizient und den günstigsten Preis hat, funktioniert und auch das Produkte Modell. Genau, genau. Die Vision bei der Patriarch ist eigentlich das, was unsere Unternehmensphilosophie ist, anders sein als andere in der vorher nicht digitalen Welt, in die digitale Welt zu transformieren, was ja nicht einfach ist, weil die Produktansätze sind erstmal alle ähnlich. Ja? Also wenn ich jetzt unseren Robo-Advisor zum Beispiel nehme, es gibt 25 oder 30 Robo-Advisor, also muss ich mich markant unterscheiden, dass wir etwas anders machen. Also zum Beispiel bei uns gibt es ETFs oder Zielfonds, was der Kunde will. Das kann der Berater einsetzen, das kann der Endkunde einsetzen. Ja? Es ist ausreichend Volumen da, es ist kein Startup und so weiter. Also unser Ziel ist ganz klar in diesem Verdrängungswettbewerb, weil es werden sicherlich vielleicht nur ein Viertel aller Anbieter überleben, die heute klar da sind. Ja? Natürlich bei denen dabei zu sein, die überleben und auch beim Kunden so hängen zu bleiben, die machen wirklich was anderes, da kriege ich was Besonderes. Und das ist, das heißt, eine breite Plattform wollten Sie weiterhin behalten. Genau. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Digitalisierung. Ein Weg für alle Parteien.